Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Aus Gilde Nummer 2 in a Siege Time gegen Comedy Central Fan Club. Dann machen wir mal da oben bei Drunk weiter. Ist ja, sieht ja gar nicht mal so schlecht aus hier. Super Ergebnis aktuell. Very, very nice, man. Gegen Zebovic D. von Comedy Central. Dann haben wir einen Peter. Ich mal gucke. Lass mich mal gucken, wie es hier ausschaut. Ja, da fangen wir mit dem Hank Hill an gegen den Peter. Nein. Da machen wir einen betrunkenen Hank. Und einen Philip J. Fry. Und einmal der Friebrand. Und jetzt haben wir den noch und das Match ist gewonnen gegen Zebovic D. Ja, Mann. So, weiter geht's. Bad Mitch. Tom Landry Middle School. Oder die Horse Rider Tina. Blurnspawn gegen Blurnspawn. Mr. Front. Benning Scoop Red. Bob. Und Peter mit Snot Rocket. Und das war's. Kaboom! Chicken Fight. Horse Rider Tina hat da vorne Slot 1 den entscheidenden Schlag gemacht mit 84 Angriff. Mega geil. Ja, Mann! So, uns geht weiter. Chiller! Von Comedy Central. Das ist irgendwie nix schön. Das reicht, um dann den Schecks-Lemonux in der nächsten Runde platt zu machen. Der musste jetzt ausgebremst werden. Definitiv. Sonst hätten wir ein Problem gehabt. Flag Football. Gun. Ist eigentlich jetzt wurscht, was ich spiele. Ich kann jetzt einfach irgendwas rausziehen. Ich kriege ja sowieso keine Charakterkarte mehr. Kein Charakter. Nichts zu machen. War nur am Anfang mal. Danach kam nichts mehr. So. Nächstes Match. 8 Minuten noch. 8 Minutes to go. Und da haben wir den Ronny. Kommt er mit einem Damenring. Oh mein Gott. Eine einfache Damenringen. Und das auf. Ja, ich könnte jetzt hier natürlich auch den Marmalade machen. Mit 20-fach Punch. Der zerstört einfach fast alles, was ihm in den Weg kommt. So, bam, kaboom. Und dann haben wir die Gestütze. Und dann noch den Trapezball. Und das war's. Ronny. He's gone. Den Witz hast du natürlich bringen. Den habe ich bringen müssen. Das war der Oberknalle. Das war das Oberknüllege. Das Knallege. So. Ja, das hättest du dir vielleicht vorher mal überlegen müssen, bevor du mit mir einen Kanal zusammen machst. Da hast du auf jeden Fall recht. So. Und weiter geht's. Da haben wir den Baseball-Bobby. Da kann natürlich Opera-Singer Lila sich nicht mehr heilen. Pech gehabt. Terrestrial Cycling. Doch, die kann sich noch heilen. Nein. Ah, nee, die wird vom Bob geheilt. Von welchem Bob? Der war jetzt, gut, aber gerade eben noch ein Bob. Doch, der war so schnell wieder weg, den habe ich gar nicht gesehen.
War da echt ein Bob? Bob. Ein Bob? B-A-B. War da ein Bob? Bob. Ein Bob. B-A-B. Bob. So. Ja, für die Leute, die noch nicht so weit sind in dem Spiel. Also, ihr habt ja da unten diesen grünen Puppen gesehen, oder was das sein soll. Ein Geist, keine Ahnung, was weiß ich. Damit heilt eine Karte Leben wieder. Und hier diese grünen, da seht ihr es, diese Achter, diese Geister. Blutsauger. Ja, Blutsauger heißt das, aber nur, dass man das sieht. So, und wenn der natürlich, wenn der auf eine Mauer trifft und kann, die Karte kann keinen Schaden verursachen, dann kann sie sich auch nicht heilen. Also sprich, wenn ihr irgendwie so eine Karte vor euch habt, die extrem viel Blutsauger hat, gibt es ja welche, die haben teilweise fast 30 Blutsauger, ja, und versucht die mal down zu bekommen. Ja, das geht eigentlich relativ einfach und simpel. Setzt denen eine Karte davor, die relativ viel Mauer hat, und dann war's das. Kein Blutsauger mehr aktiv und die Karte ist relativ schnell im Eimer. So, bum 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 bum. Hier kommen wir mit dem Hank Hill. Cork Gun, Chainsaw Hank. Einbänder. Und jetzt kommen wir mit Terrestrial Cycling. Ich liebe, wie gesagt, Gasattacken. Was ist an den Gasattacken so geil? Selbst wenn die Karte weg ist, die den Angriff gemacht hat, sollte die zerstört werden. Der Gasschaden wird jede Runde wieder weiter verursacht. Ja, das Problem ist, wenn er einen Blutsauger hat. Tja, und dann setzt man eine Mauer hin. Ja, was ich eben noch gesagt habe. So, dann setzt man dafür eine Karte hin, die eine Mauer hat, und dann stirbt diese Blutsaugerkarte ganz langsam und gemächlich am Gas. So, Knife Wielding Seal. Mr. Front. Lion's Ball. Und, oh, die schlimme Tina. I love it. Ja, als die Combo am Start war, hatte ich leider keine Gems auf dem Account. Und deswegen konnte ich mir die Combo Mastery nicht leisten für 500. Habe ich bei meinem ersten Account gemacht. Auf jeden Fall super. Schlimme Tina, einer meiner Lieblingskombos. Absolut. Jimmy Jack. Na, ein Bender am Start. Roger. Hier hätten wir jetzt auch den Sheliminux. Aber jetzt mache ich hier den Schwarzbrenner Roger, weil ich will den einfach auch wieder mit der Gasattacke. Mauer und Gas in der Situation, das bringt was. Ich weiß nicht, heute bin ich ein Schelm. Ein Schelmchen. So, eine Louise. Haben wir eine Flag Football. Und Jimmy Egg ist besiegt. Ja, Mann. Easy. So, der Comedy Central Fanclub. Kate, 12. Mit, nein, ich kann die, nein, Leute. Doch nicht so eine Karte. Ist das euer Ernst? Du kannst doch nicht so eine Karte da ins Deck reinnehmen, ne, Francine. Oh mein Gott, nimm die wieder raus. Und selbst diese, oh, die gar nicht mal so schlecht aus. Sex, Pun, to come. Aber trotzdem, nimm sie raus. Die ist nicht gut. Ist Käse. So, ist wahrscheinlich die einzige Kombo, die irgendwie Sinn macht. Die habe ich vorher noch nie gesehen, weil ich die Karte sonst nie sehe, die Frenzy. So. Ja. Das war's jetzt hier von diesem Siege. Und ja, ist ganz gut gelaufen. Die 6347 zu 917
auf Platz 150. Gucken wir mal, sie hatten nicht immer eine, 8 Kämpfe gegen uns gewonnen von denen. Wie viele waren es jetzt? 28 oder 29? Waren da 3 27er, 2 27er, 28. So, bei uns sieht die Sache schon ein bisschen anders da aus. 40, 41, okay. Na, das Wetter, hä? Snorts, Jesse A24, Sima, Kenberger, Manubaya, Ililililil, Gabriel D, Kaliberhawk, Phobos, Alexander, Dan, Tim. Ich glaube, seitdem er da ist, lese ich den Namen falsch vor. Das ist nicht Dante, Mann. Das ist Dan the Man. Mann. Nutty Nate, Dreifuchs, Georgios, Stewie, Schmobi, Lord Universe, Marunga, Quarkmüller. Ja, ich auch eine glatte 100. The King, Andrelo, Tobelin, Knuckster, Place to Tear, Mark Foul, Badass Charlene, Tino HD, Ruffy Traffy, der Eisenzwerg, Oshi, 17, Real Hasnash, Albertus, Copper Donut, Tristan, Mark Oliver, 500 X-Strike, Zardos, Max, Nüsse 2 und Boban. Nee, nicht Boban, Wovan. Liebe Grüße nach Russland. So, ja, und ja, wir haben heute hat Cuddly Geburtstag. Und deswegen ein kleines Ständchen. Happy Birthday, Man. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Cuddly. Happy Birthday to you. Jetzt müsste ich es auf Deutsch weitermachen. Now I should continue in German because I don't know how to do this in English. Nein. Ich glaube, das kommt nicht gut. So, also. I wish you the best, man, for your birthday. Keep healthy. And I wish you just the best for your day. May all your wishes come true. Ah, not all. Not all wishes, because if all wishes would come true, it would be a bit boring, or not, huh? We need some wishes for our life. So, wish you the best, mate. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Mann, gleich macht's gut, bis dann und tschüss.